Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten kleinen Vlog aus meinem Praktikumssemester. Ich werde euch heute mitnehmen auf einem Dreh zu einem unserer Partner. Und dafür müssen wir nach Magdeburg. Deswegen auch so früh. Normalerweise beginnt mein Alltag um 9 Uhr. In der Firma, aber ja, heute ist ein bisschen knackiger. Deswegen machen wir uns jetzt erstmal Kaffee. Und das habe ich dann auch gemacht. Leider habe ich festgestellt, dass ich keine Eiswürfel mehr hatte. Das war ein bisschen sad, aber das hat mich nicht aufgehalten. Super. Den habe ich mir dann schmecken lassen und habe mich nebenbei ready gemacht, habe ich Kontaktlinsen reingemacht. Das hat ein bisschen sehr gebrannt im Auge. Genau, erst habe ich meine Skincare gemacht, wie jeden Morgen. Und habe dann angefangen, mich zu schminken. Genau, da war ich dann fertig. Das war mein Outfit. Hallo, ein kurzer Zwischeneinschub. Ich wollte euch noch mal ganz kurz erklären, wie das mit dem Partner aussieht, also an dem Beispiel. Und zwar machen wir praktisch das Social Media für diesen Partner und das schließt ein, dass wir pro Monat 24 Videos produzieren und die Stories, also 6 Stories, davon sind 2 Quiz-Stories und 2 so für besondere Tagesstories, wie zum Beispiel den Weltblutspendetag oder den Tag der Pflege. Und das erfolgt immer in Kommunikation mit dem Partner, das heißt, wir entwerfen ein Konzept. Also wir machen halt von Post-Production zu Production zu Nachbearbeitung alles. Hier kann man auch mal ein Video sehen, wie ich gerade ein Video schneide. Und genau, das funktioniert immer in der Feedback-Schleife. Das heißt, wir liefern Ideen und die werden dann abgesegnet oder abgeändert. Und das ist super, super cool, weil man einfach den kompletten Prozess durchlebt von wie wird das gemacht, auf was kommt es an, bis hin zum Veröffentlichen. Und da arbeiten wir dann zum Beispiel auch mit der Plattform Later, die das dann für uns hochlädt. Und dann geben wir auch noch den Kunden Reportings, also wie haben wir performt, was müssen wir vielleicht bessern oder ändern. Ja, macht super viel Spaß. Und dann habe ich mich auch schon los zur Bahn gemacht. Ich wohne relativ weit außerhalb von Leipzig, deshalb brauche ich immer ein bisschen länger. Dann habe ich mir erst noch eine Stärkung geholt und bin dann auf dem Weg zum Treffpunkt gelaufen. Da waren wir dann im Auto und haben erstmal Nino abgeholt. Hallo Nina! Und sind dann nach Magdeburg gefahren. Hier sieht man mal, wie so ein Drehplan aussieht, den wir vorbereitet hatten. Und wir haben natürlich auch Datenschutzerklärung und nochmal eine Übersicht. Da standen wir dann kurz im Stau. Da hat Nina ausgepackt und dann war ich erstmal die Hunde kuscheln. Dort gibt es nämlich 2 Hunde. Die sind ultra cute und ich kann natürlich keinen Drehtag beginnen, ohne dass ich die gestreichelt habe. Da ist nochmal Nina. Und ja, dann haben wir angefangen zu drehen. Ich konnte natürlich nicht so viel zeigen. Dann haben wir erstmal Mittagspause gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 18 Videos von Dominus. Da habe ich gezeigt, wie man das dreht und ich bin natürlich mit vollem Körpereinsatz dabei beim Drehen. Dann sind wir auch schon nach Hause gefahren. Wir hatten insgesamt 28 Videos von 24, die wir haben müssen. Und dann mussten wir das Auto erst nochmal laden und haben deshalb einen kurzen Stopp bei McDonald's gemacht. Nina hat einen Ballon mitgenommen. Den haben wir dann natürlich auch am Auto befestigt. War super toll. So, angekommen habe ich dann noch die Drehsachen ins Office gebracht und habe mich dann auch wieder auf dem Nachhauseweg begeben. Und da war ich dann in meiner Wohnung. Ja, der Drehtag ist zu Ende. Er war mega, mega cool, es hat super Spaß gemacht. Aber es war auch echt sehr, sehr anstrengend. Also es waren trotzdem über 13 Stunden unterwegs sein. Das strengt einen doch schon mehr an. Trotzdem war es mega, mega cool. Ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Schluss geschaut habt, wenn ihr überhaupt noch schaut. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Vlog oder hört euch doch gerne noch die Podcasts an, falls ihr noch mehr theoretisches Wissen über das Praktikum haben wollt. Und im Übrigen hatte ich sehr Glück, weil das ist das Wetter.
Weltuntergang. Und damit tschüssi. Schönen Tag noch.